Hey, Bonapappe, moin moin, danke für den Raid. Ich bin hier gerade total verzweifelt. Wie lief denn Factorio noch? Eben angeschlossen, gedrückt halten, verbinden. Schaltplan ERS-Luke. Okay. Technische Zeichnung der Schaltung in der ERS-Lukentür. Dies ermöglicht es dem Benutzer. Okay, you should now be able to refer to that schematic to unlock the hatch via your system links. Aha. Plan im Kameramodus. Was sagen Sie denn zu Schaltplan? Schließen. Entriegeln, verriegeln. Was muss ich hier tun? EAS-Lupen verbinden alle EAS-Module miteinander und mit dem Universalbereich. Hast jetzt Züge? Ach du Scheiße. Ja, GG. Na, gucken wir mal, ob wir jetzt hier auf den Schaltplan zugreifen können. Ah ja. Ich verstehe trotzdem noch nicht wirklich, was hier. Ah, okay. So langsam check ich's. L1, da starten wir da, gehen 3, 2, 3. Eins, zwei, drei. Fehler. Luke ist verriegelt. Ach, entriegeln. Entriegeln, L3. Oh Gott, drei rüber, drei hoch, zwei rüber, zwei runter, eins rüber. Ach du Scheiße. 3, 3, 2, 2, 1. 3, 3, 2, 2, 1. 3, 3, 2, 2, 1. Luke entriegelt. Okay. Ich bin sehr so klug. K-L-U-K. So, jetzt dürften wir doch eigentlich wieder in die Sphäre wechseln können. Dann müssen wir. Obwohl, die Tür müssen wir ja auch noch aufmachen hier. Nee, hier, die ist offen. Die ist auch entriegelt. Wir müssen sie bloß irgendwie aufkriegen. Zwei, und zwei. System angeschlossen. Schaltplan. Schaltplan öffnen. 1, 3, 2, 3, das ist das wieder, okay. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Nein! Fehler, Luke ist offen. Okay. Da müssen wir halt sehen, dass wir hier irgendwie mit der Sphäre was. Ich sehe die Luke nicht. Das ist die Luke, aus der wir kommen, würde ich behaupten. Hier. Geh auf. Ups, Systemfehler. Dort, das ist doch komplett im Eimer. Das ist in der ERS3. Ich denke mal, das Ding muss ich erstmal hinkriegen. Also müssen wir so tun. Und jetzt muss ich die Scheiße suchen. Das ist dort hinten das.
offline. Verstehst du, wir müssen die erstmal online bringen. Aber wenn die offline ist, da kriegen wir hier gar nichts hin, oder? Ich würde mal das Einfachste vom Einfachen erstmal nehmen. 3 hoch, 2 rüber, 3 hoch. Fehler, Luke ist offline. Wie kriege ich die online? Kann ich das melden? Nee. Computer sagt nein. Ich denke mal, daran liegt das. An dem Ding. Und ich muss ja jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, ihr das zu kommunizieren. Aber wie? Er ist 4. Ja. Hier ist ein Laptop. Ich habe den Systemzugang noch nicht hinzugefügt. System angeschlossen. JR zu Hause, alles gut hier oben verfügbar. Message from home, please, Sam. Hey guys, it's like 4 a.m. with you, but we just went by Florida and I saw Jacksonville all lit up. It never gets old. And well, I just wanted to say hey. Things are great up here and work is going smoothly. Although Houston keeps changing their minds on what they want me to focus on. I'm hoping I'll get more info soon, though. Still, it's all good. Message in, Sam. Wie kriege ich das System hier online? Ich gehe erstmal gucken, was unsere Bude hier oben macht. Müsste hier sein. Kann ich nur wirklich reden? Anweisung ist EFR online bringen. EFR ist hier. Das schon wieder. Cursor bewegen. Vergrößern. Achso, das sind so Dateien, die wir freigeschaltet haben. Sphären, beste Einsatzmöglichkeiten. Okay. Systemzugangsreset. Terminal an, der ist ein Besatzungsmitglied ermöglicht, im Falle eines Softwareversagens ein Reset von seinem System zu. Achtung, ja, das kennen wir ja. Schaltplan EAS-Luke. Was ist das? Also hier wird nicht viel Neues dabei sein, denke ich mal. Ja, das ist alles das, was wir schon hatten. Oh mein Gott, da können wir ja noch richtig viel freischalten. Aber ich weiß nicht, wie ich... Wie ich die inne...
Luke schließen? Nee, das ist ja egal. Oh mein Gott, wenn ich dann die Luken auch noch verriegeln kann? Ich will nicht wissen, was wir hier noch alles machen müssen. Ich bin gerade sehr ratlos. Entweder müsste ich hier ein EFR finden. Hier haben wir einen Lagerkoffer. Suchen einfach mal mit den Kameras, ob wir hier irgendwo ein EFR finden, was auch immer das ist. Umgebungssensor. Keine Reaktion. Die Luke ist doch offen. Ach nee, es war von der 2 zu 3. Ich sehe keinen EFR. Die Laptops sind nur aus. Also hier scheint irgendwas noch nicht ganz so im grünen Bereich zu sein. So, einerseits glaube ich ja, dass ich mit der Sphäre hier rüber muss. Weil so finde ich nichts, aber ich wüsste nie, wie ich das schaffen soll. Ich kann ja auch mit der guten Frau nicht kommunizieren. Aber das kann doch kein EFR sein. Keine Reaktion. Da steht doch Antwort. R gedrückt halten für Antwort. Dann passiert das hier. So, und jetzt könnte ich hier irgendwas mit Mauscursor. Ne, momentan nicht. Jetzt könnte ich hier mit dem Mauscursor irgendwas anklicken. Und dann könnte ich sie damit konfrontieren. Aber selbst das funktioniert ja nicht. Also ich bin der Meinung, ich muss ja irgendwie mit der Sphäre rüber. Warte mal, wir stecken momentan in der 3 fest. Offline. Aber das kann ich nicht melden. Aber ich schätze mal, das ist diese Lukentür hier, die hier nicht funktioniert. Die muss ich irgendwie aufkriegen. Remind me, Emma. What can I do for you? You need to get the EFR, the fusion reactor, online. Fusionsreaktor. Das dürfte doch auch ohne Sphäre gehen. Ich muss den bloß finden hier. Sieht doch nichts aus wie ein Fusionsreaktor. Moment, was war das? Was ist das hier? Dokument. Experiment Nummer 244. Energie an lichtarmen Positionen. EASA und US ES möchten mit der Erforschung alternativer